Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Zelda. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei der dritten Folge. Wir sind immer noch an dieser Zitadelle und es gibt ja ein Problem. Zum einen sollen wir diese wunderbaren Schreine entdecken. In der letzten Folge haben wir ebenfalls einen ausgemacht. Ich nenne ihn mal den Gehirnschrein. In der vorletzten Folge haben wir ja auch ein bisschen das Spiel erkundet. Und ich muss dir sagen, ich finde es super, dass ihr so fleißig mitschaut. Allerdings muss ich dazu auch noch erwähnen, ich bin kein Zelda- oder Nintendo-Profi. Ich bin einfach ganz normaler Spieler. Und für die, die meinen, immer alles besser wissen zu müssen und man müsste das so machen und so machen. Liebe Freunde, ich freue mich echt über jegliche Vorschläge hier immer zu den Spielen, aber manchmal ist es einfach unnötig, dann irgendwie einen Spielstil zu bemängeln oder irgendwie was dazu zu sagen, weil ich spiele, wie gesagt, vor allem zum Spaß und ich habe halt auch nicht alles gelernt und man kann hier noch viel machen und ich freue mich natürlich aber auf eure Tipps, wie zum Beispiel, dass man sich auch unter Fässer verstecken kann und was weiß ich, was ich da alles gelesen habe und gesehen habe. Das muss ich natürlich alles noch ausprobieren. Ja, in der letzten Folge sind wir da ins Eisgebiet noch kurz hingelaufen, haben bemerkt, Alter, es ist ein bisschen zu frisch da unten, da kommen wir gar nicht lang. Ich habe auch noch ein bisschen rumtritratrollert im Off gerade, so ein bisschen mich vorzubereiten. Hab noch dieses alte Schwert hier gefunden. Es ist nur ein altes, rostiges Schwert, also passiert ist nicht wirklich viel. So, und zu diesem Eisgebiet kommen wir nicht wirklich. Da vorne ist auch noch irgendwie eine Hütte. Schauen wir da doch mal vorbei. Da vorne oben ist so ein Schrein. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ganz ehrlich, weil, wie gesagt, durch das Eisgebiet kann man scheinbar jetzt noch nicht gehen. Aber das Spiel lädt ja auch geradezu zum Entdecken ein. Insofern halb so wild. Da machen wir uns auf eine Exkursion hier an diesem wunderbaren Tag. Schönes Wochenende übrigens gerade. Falls ihr das direkt, ja, hier live quasi guckt. Also ich lade dir die Folgen quasi immer kurz vor dem Spielen hoch. Beziehungsweise vor allem zu Beginn jetzt halt in dieser Phase ist es so, dass man halt ja die Folgen top aktuell schaut quasi und ich noch nicht so zum Vorproduzieren gekommen bin. So. Ach, wie lustig. So, sehr schön. Was haben wir denn da für einen Truthahn? Oh, aber hier gibt es doch, ah, das ist aber ein richtiges Schild, ein Topfdeckel. Mhm. Naja, kann man auch als Schild benutzen, ist aber eigentlich ein Topfdeckel. Der jetzt so viel bringt, eine Fackel können wir nochmal nehmen. Was haben wir hier vorne? Ist das einfach nur eine Fackel? Ich würde ja gerne noch in die Ego-Perspektive gehen können. Geht das irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Chili, 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 yo, Chilischoten. Und was ist das hier? Tagebuch des Alten. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Natürlich lesen wir das. Sorry, ich wollte es natürlich lesen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Es ist mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in großer Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Oh, was für ein Glück, so kommen wir vielleicht durch dieses Eisgebiet. Ich drücke immer, weil ich das so gewöhnt bin vom PlayStation-Pad und hier dieser Pro-Controller vom Nintendo so weiterlesen. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht, ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir das Rezept nicht mehr ein, es war aber weder Pilzpflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt, weiterlesen. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass ich auf diesem einsamen Plateau die Chancen zu zufällig treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich hier Hinweis vielen Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben. Oh! Oh, der würde. Boah, und hier, Alter! Holzfäller-Axt, rein damit! Ist da was Schönes drin? Nee. So, Chili. Da ist wieder Chili. Was war die andere Zutat? Wir müssen ihm auf die Sprünge helfen. Vielleicht Röstäpfel? Ein Ausdauerling, ein grüner Pilz. Hm. Wir müssen ihn am besten mal wieder antreffen. Wenn wir da seinen Winterwams kriegen würden oder hier so dieses Chili-Rezept. Lustig, wie wir hier die Fass darüber transportiert haben. Das wäre ja gigantisch, wäre das, liebe Freunde. Wir müssen da nochmal hin zu dem guten Mann. Guck mal, kann man die jagen? Ich pushe mich jetzt mal ran. Ist da der Alte? Da ist er doch am Holzfällen. Der ist ja immer und überall unterwegs, oder? Wie schafft er das nur? Und zack, zack.
So sieht man sich wieder. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, das ist nicht meine Axt, die du da bei dir trägst. Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Okay, dann ruhe ich mal eine Weile aus. So, dann wollen wir mal. Erstmal eine Runde flöten, erstmal eine Runde trällern. Natürlich wollte ich das nicht. Ich wollte die Axt nehmen, die Holzfäller-Axt. Und jetzt hier. Yeah. Ich würde ihn ja gerne einmal drauf ansprechen. Ja, jetzt habe ich dir den Baum hier gefällt. Und was jetzt? Ah, zack. Wie praktisch. Ein Holzbündel. Ja, hier richtige Harvest-Skills kriegen wir hier, Leute. Zack. Zack. Oh, cool. Kommen wir jetzt darüber? Nein, schade. Okay, den hätte ich in die richtige Richtung Holz fällen lassen müssen. Das war mein Fehler. Er hat es mir noch gesagt. Pop. Forest lässt grüßen. So, und zack haben wir das Holzbündel. Und damit gehen wir jetzt rüber. Ey, wir haben jetzt genug für dich gesammelt, glaube ich, oder? Wie viel Holz will denn der haben eigentlich, der Stümper? Bumsaladimsdalabumsdi. Oh, hier noch ein paar Pilzchen. Mhm, gönnen wir uns natürlich auch alles. Hier Birken, die können wir am 1. Mai aufstellen. Müssen ja die Männer immer für die Frauen machen. Habe ich früher auch mal gemacht. Heute würde ich sowas nie wieder tun. Kriegst du nur Stress. Oh, das wollte ich gar nicht, aber lustig. Ich finde es super, dass wir auch irgendwie hochklettern können überall und so. Komm, wir machen das mal kaputt. Vielleicht ist da was Tolles drin. Ansonsten noch schnell den Ausdauerling in die Tasche und jetzt aber nicht zu viel Zeit hier. Mein lieber alter Mann, wo bist du? Er hat doch gerade gelacht. Da sitzt er am Feuer. Hm, was machst du da? Ich bin ein wenig beschöpft. Erstmal in Pause am Lagerfeuer. Na, bist du hungrig? Gib mir Tipps. Öffne deine Tasche, um Zutaten in die Hand zu nehmen und wirf sie in den Topf. Pass einfach auf, dass die Zutaten zueinander passen. Mit den richtigen Ingredienzien kannst du so Gerichte zubereiten, die deine Ausdauer auffüllen. Ansonsten könnte ich nur sagen, koch, was das Zeug hält. Eine halbe Portion wie du kann was vertragen. Okay, wie geht das jetzt? Ah, ist ja auch cool. Hm, ich will das beenden. Eigentlich will ich ja kochen jetzt. Aber wie werfe ich denn jetzt hier die Sachen rein? Mache ich das einfach so mit meinen Materialien in die Hand? Nehmen wir mal den Pilz hier. Mhm. Jetzt habe ich die in der Hand, auf jeden Fall. Und jetzt kann ich das kochen. Einfach nur mal ein paar Pilze. Oh, Pilzspieß! In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Mhm. Dank der vielen Farben isst das Auge mit. Überprüfe Rezepte, indem du bereits gekochte Gerichte in der Tasche anwählst. Ja, mega geil. Heute wird gekocht, heute wird gekocht. Superkoch Saraza ist back in the hood. Schleimgelee. Ein Ausdauerhonig. Hm, was kann man denn da machen, wenn man kocht? Weiß ich nicht, ob das mit Honig so gut ist. Aber wir können zum Beispiel so Röstapfel mal probieren. Nehmen wir den mal in die Hand. Machen hier nochmal den. Und jetzt würde ich sagen, ach, ich will gerne kochen. Ich will gerne, dass jetzt... Geht das nicht mehr? Bitte. Irgendwas habe ich falsch gemacht. In die Hand. Mhm. So, und jetzt will ich... Betrachten kann ich den auch? Cool, das will ich auch mal gerade machen. Achso, da kann ich nur... Der hat den aber gar nicht in der Hand, der Schnabel. So, jetzt hat er den in der Hand. Okay, ich muss da nochmal B drücken. Ich verstehe. Und jetzt kann ich das kochen. So, jetzt hoffentlich gibt es einen Röstapfel. Sorry, Freunde. Wie gesagt, mein erstes Mal am Kochen. Kein Kochbuch zur Hand. Kochobst. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Ja, in dem Fall nur Äpfel, aber hey. Okay, was haben wir noch? Jetzt wird es aber interessant hier. Ein Sputling. Chili. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren. So. Jetzt muss ich hier nochmal den machen. Und jetzt kommen wir jetzt zurück. Das ist ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich.
Hätte man auch mit einem Klick erreichen können, diesen Effekt. Oh, scharfe Bratchilis. Lässt dich große Kälte aushalten. Da ist es doch, das Lieblingsgericht aller Scharfesser. Schmeckst du die sanfte Süße inmitten der beißenden Schärfe? Jetzt können wir mit ihm auch nochmal quatschen, weil das war doch das, was er brauchte. Vielleicht gibt er uns dann den Wams. Ich habe etwas gekocht. Mhm. Aha! Ich weiß genau, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast. Oh, sorry, ich habe gar nicht mehr vorgelesen. Dieses formidable Rezept umzusetzen ist nicht leicht. Wenn du es schaffst, ist es ein Winterwams für dich drin. Wenn du Wild brauchst, solltest du im Wald der Seelen im Norden des Plateaus auf die Jagd gehen. Mhm. Der findet das also immer noch nicht geil genug, scheinbar, was ich da gemacht habe. Und ich dachte, jetzt kriegen wir hier den Wams. Alter, lass mal den Wams rüberjuckeln. Gucken, was jetzt kommt. Ja, macht wahrscheinlich genau dasselbe wieder, ne? Ja. Also, er hat uns, glaube ich, geraten, wir sollten Wild suchen im Wald der Seelen. Und wahrscheinlich will er da Fleisch drin haben. Wild will er drin haben im Gericht. Und das wollen wir ihm natürlich organisieren. Ja? Dann müssen wir mal einen Blick auf die Karte werfen, natürlich. Und hier im Wald der Seelen, da soll der ganze Schabernack stattfinden. Dann machen wir uns hier mal so einen kleinen Kochtopf hin. Dann wissen wir, da vorne gibt es das Wild. Und jetzt ziehen wir weiter. Einmal Richtung Vulkan, bitte. Also, bisher mega cooles Spiel. Mit den ganzen Rollenspielelementen, mit den Survival-Elementen, mit Kochen, mit weiß ich was da noch, Hüttenbau oder was weiß ich noch alles vorkommen wird, hat es echt teilweise einen Touch von Forest und Co. Ark und Age of Conan und was weiß ich was, natürlich alles im Singleplayer. Und durch die Rollenspielelemente wird es aber dann auch nochmal irgendwie maßgeblich erweitert. Hier waren wir übrigens schon mal. Sag bloß, ich hab da was übersehen. Nee, das war einfach nur so ein Stab, der da im Boden gesteckt hat. Die können wir auch nicht kaputt machen, die große Kiste. Doch, können wir wohl. Oh, sehr gut. Ah, stand bestimmt schon tausendmal in den Kommentaren. Sarazado, Heinz. Ja, ich gebe zu, ich bin ein Heinz. So, 10 Holz, weil die können wir echt gut gebrauchen gerade. Gerade wenn wir jetzt auf Wildfang gehen, auf Wildjagd, wo wir dann ein bisschen frisches, nicht Gemüse, ein bisschen frisches Fleisch organisieren. Da vorne auch diese riesige Brücke, wo uns da der Weg noch hinführen wird. Also, wir müssen auf jeden Fall dieses Wildgericht machen oder halt mit dem Chili-Zeugs da durchspazieren. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, jetzt hier mal mit dem Wild zu agieren und irgendwie noch zu jagen und dann vielleicht diesen Winterwams auch von ihm zu bekommen. Wir könnten das natürlich auch einfach alles sein lassen und losziehen und ja, dann einfach drauf kacken sozusagen. Und quasi nur mit diesem Chili-Zeugs da durchpesen. So, hier war der eine. Oh, oh. Das ist immer noch der unfreundliche Geselle. Der hat mich aber nicht anvisiert gerade. Also alles ist noch gut. Ich gehe gerade bewusst ein bisschen so rechts lang auch, um ein bisschen zu entdecken. Mit dem Holzfällen haben wir auch gelernt. Der beste Koch der Welt. Das ist natürlich Herr Sarazar. Guck mal hier. Oh. Bamstabimsti. Was wollen diese Fledermäuse von mir? Fledermäuse-Auge. Deine Trophäe aus einem Fledermäuse-Kampf. Oh, als Koch zuzuhören, scheint das Auge nicht unbedingt gerade geeignet zu sein. Werden wir uns merken, weil wir jetzt die Superköche sind. Fledermäuse-Flügel. Nehmen wir auch noch mit. Zack, zack, alles in die Tasche. Vielleicht kann man raus, was Leckeres kochen. Ach, schau mal einer an hier. Unser schöner Turm. Wir hätten uns natürlich auch beamen können, fällt mir gerade wieder ein. Aber ey, so haben wir auch ein bisschen was von der Welt erkundet, wo ja auch ein paar Sachen wie die Flederbeißer gerade aufgetaucht sind. Übrigens 20:50 Uhr. Wir könnten jetzt ein bisschen ausharren an irgendeinem Lagerfeuer, wenn es hier eins geben würde um die Ecke. Der Turm des Plateaus. Boah. Da vorne sind noch richtig, richtig viele üble Gesellen. So, wir sind ein bisschen zu weit abgekommen. Wir müssen einfach Fahrt nach links jetzt. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ja, egal. Gibt's halt noch einen Kochtopf.
Das werde ich irgendwann mal aufsortieren. Nach da vorne, da ist der Wald der Seelen. Da müsste das Wild zu finden sein. Ich würde ja eigentlich lieber tagsüber jagen, weil es einfach freundlicher ist von der Stimmung her. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Im echten Leben wird es ja nur Aua zwischendurch Nacht. Oh, die da. Mit denen mag ich gar nicht so. Und umdrehen. Bams. Okay, jetzt erstmal den zerstören. Zack. Bams, da. Da-dum-si-dum-si. So, zack. Und du bist auch noch weg hier. Oh, gerade so entkommen, du kleiner Scharlatan. Lässt du wohl den Kopf da liegen? Die Musik auch. Sehr schön. Ach, das freut mich so. Das Spiel ist so geil, ey. Zack, 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 zack. Spielt natürlich momentan auch jeder, der so eine Switch hat, weil es einfach auch einer der angesagtesten Titel zurzeit ist, würde ich mal in den Raum werfen. Ach, wie schön. So, hier ist ja schon der Wald. Ich gehe mal hier einfach die Treppe hoch. Mal gucken, wo uns der Weg hinführen möge. Wir können jetzt dann natürlich auch mal die Fackel ausprobieren. Aber wir uns die Skelette gerade auch überfallen haben. Ist natürlich noch gar nichts. Da kommen noch richtig krasse Viecher im Start. Da gibt es so richtig krasse, auch so Mörder, Riesen, Endgegner und was weiß ich was alles. Puh, da wird doch richtig heftig, Freunde. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Das ist ja auch der Wald, den wir bereits kennen. Aber bei Nacht, ob sich das Wild hier bei Nacht rumtreibt, ist natürlich so eine Frage. Okay, jetzt noch einmal hier drauf. Bumm. Und die Lanze können wir eigentlich da liegen lassen. Kann er behalten. Hätte ich den Kochtopf eigentlich schon ganz gut gesetzt. Und das auch wieder der alte Mann, der uns überall hin verfolgt. Ein Schleichling. Mal gucken, was er jetzt wieder zu erzählen hat. Na du? Oh, so sieht man sich wieder. Mein Rücken bringt mich noch um. Ich mache jetzt mal eine Pause. Sag mal, bist du hungrig? Ich kann dir gerne was im Topf zubereiten. Um den Topf unter dem Feuer zu machen, nimm irgendwas Brennbares und zünde es am Lagerfeuer an. Ach so, ist das wieder hier kochen und was? Okay, ich verstehe. Wenn du das Parasäge haben möchtest, leg dich ins Zeug. Was haben wir denn hier Schönes? Ey, ich will dich haben. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Wild am Start. So, nehmen. Wild. Sehr schön. Und jetzt sag bloß, wenn ich jetzt das mit der Chili kombiniere, in den Topf backe, ist es dann ein zufriedenes, stellendes Rezept für diesen Herrn. So, jetzt muss ich erstmal gucken wieder. Wieder alles, falsche Taste natürlich. Yeah! Und jetzt sag bloß, ich kann das hier entzünden. Ja, Alter, so läuft der Hase. Und jetzt kann ich da vielleicht Brennholz runterlegen oder was weiß ich was, aber... Sorry für das kleine Sprenzchen. Ich musste erstmal rumprobieren, wie ich das denn jetzt hier alles kombiniere und hinkriege. So, was haben wir jetzt? Chili nehme ich in die Hand? Ne? So, schön. Ah, dieses Menü. Dass man da zweimal draufdrücken muss, das ist doch wirklich ätzend. So, Chili... In die Hand damit. Zack. Jetzt kann ich noch was anderes in die Hand nehmen, glaube ich, ne? Zack. Ah, ne, ich kann nur eine Sache in die Hand nehmen. Okay. So, zurück. Und das tun wir jetzt in den Kochtopf. Ah. So, es gibt aber noch mehr. Ich würde gerne jetzt kombinieren, die Sachen. Das muss doch auch gehen, oder? Das ist hier zum Beispiel die Chili und... Sortieren. So, und jetzt einmal die Chili in die Hand. Und dann das noch in die Hand. Geht das? Nee, das geht nicht. Okay. Ja, dann frage ich ihn jetzt mal, was mit dem Wild geht. Ob das was bringt. Ah.
Die letzte Zutat ist mir entfallen. Ich meine, es war irgendwas, das man in der Nähe des Turmes findet. Okay. Die letzte Zutat ist ihm entfallen. Boah. Naja. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, jetzt habe ich auch rausgefunden, wie ich Sachen kombinieren kann. Wollte ich schnell noch an die Folge hängen. Hab mich jetzt hier mit ein bisschen Rezepten beschäftigt und so weiter und so fort. Doch dazu dann gleich mehr bei der Kochshow in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man kann sie auf jeden Fall, ich zeig's mal ganz kurz, man kann die Gegenstände jetzt hier mit kombinieren. Dann kann man hier eins in die Hand legen. Deswegen war das auch so komisch mit dem in die Hand legen, mit dem Menü, wie ich das nicht hinbekomme. Und jetzt kann ich das zum Beispiel kombinieren. Und was daraus wird, das erfahrt ihr in der nächsten Episode.